Moinsen und herzlich willkommen zu einer weiteren Knackung auf meinem Kanal. Ah, mein Kopf. Ja, da musst du mehr Energy trinken, mein Freund. Also Prösterchen an alle da draußen. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das jetzt in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Okay. Da hinten geht immer noch die Post ab, wie ihr seht. Ich warte jetzt mal, bis der Kampf vorbei ist. Oder was sind das, Banditen? Ich schau mal schnell. Ali hüpf. Ja, es sind Banditen. Gut. Lass ich sie sich gegenseitig zerstören. Das finde ich ganz okay. Also, ich habe ja in der letzten Aufnahme andere Einstellungen verwendet. Und ich muss sagen, das Schneiden, das Rendern ging relativ schnell. Ich habe aber auch einen Trick verwendet, dass das schneller ging. Ich hoffe auch, es ist von der Qualität auf YouTube gut. Es wird immer noch gerade verarbeitet, denn es ist für mich derselbe Tag, Aufnahmetag, wie das letzte Video. Das liegt daran, dass ich das schöne Wochenende nach Heidelberg fahre, das schöne Heidelberg, einen Schwager besuchen. Und da habe ich leider keine Zeit, die Montagsfolge aufzunehmen, also mache ich das hier gleich im Anschluss. Ich habe jetzt zur letzten Folge, das habe ich ja, glaube ich, gesagt, eine Qualitätsstufe für die Aufnahme von 8 gewählt. Jetzt habe ich eine bessere von 6, also die mir empfohlene Einstellung genommen und zu schauen, wie es mit der Datengröße ausschaut, wie es dann mit der Qualität ausschaut, wie es mit der Zeit ausschaut, wie das rendert. Das werden wir jetzt rausfinden. Ich hoffe, das passt alles. Gut, ich schaue jetzt mal schnell dahinter. Die fighten ja ziemlich stark. Und dann machen wir weiter. Oh, Alter. Das sehe ich immer im letzten Moment erst, dass hier alles vermint ist. So, die kämpfen ganz fleißig. Was bist du denn da oben? Eine Harpie. Ich weiß nicht, ob ich... Ah, da latscht schon einer rum. Einen Moment. Schwing! Na wach! Schwing! 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 So. Kaya macht auch ihren Teil. Na komm. Hol aus, mein Freund. In den Rücken! Und in den Rücken! Danke. So, gleich mal die Waffe suchen, die er gedroppt hat. Eieiei. Da wirft wohl einer. Komm, schieß, schieß. Aha, daneben. So geht das. Und so. Und zack, den ausgewichen. Kauf ich mir. Ja, kauf ihn dir. Voll weggeböllert. So, was hat er denn gedroppt, der gute Mann? Ein toter Bandit droppt ein beschädigter Berserkerbogen. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Das ist die große Frage, ne? Eieiei, hier geht ja ganz schön was ab. Das sind... 8 Millionen Gegner. Ich weiß nicht, ob ich mich erst um die Banditen kümmern soll. Treffer. Oh, jetzt gehen die alle auf mich? Alle? Euer Ernst? Hab hier, tu was. Hilf mir. Ich mag den da hinten abschießen. Das wäre ganz cool. Treffer. Man nennt mich auch den Sharpshooter. Das war jetzt, glaube ich, ein Fehler, die Harpie anzugreifen. Au. Ich verballer meinen ganzen Schuss. Aber Kaya ist echt stark dabei, oder? So, ich nehme mal einen Trank. Nicht, dass die Harpie jetzt noch meint, sie müsste mich angreifen. Hallöchen, Popöchen. Wer greift mich hier an? Au. Hab hier, mach keinen Scheiß. Ich warne dich. Wie sieht denn dein Leben gerade aus? Die machen auch nicht so viel Schaden. Irgendeiner wirft hier ganz gewaltig mit Granaten. Hab hier. Oh, voll aus dem Leben gekickt. Ich habe jetzt ein Problem. Weil gleich ist bloß noch die Harpie übrig. Treffer. Treffer, Treffer. So. Hab hier, wo bist du? Da oben. Du gehst jetzt auf mich, gell? Gehst du auf mich? Oder chillst du da oben? Die chillt jetzt da oben. Kaya, meinst du, wir schaffen das? Ich speichere mal. Los, Kaya! Attacke! Ach, die hängt da fest. Hängst du da fest? Okay. So, ausweichen. Zielen.
Feuer! Es geht los. Wohin geht's denn? Ich muss hier voll den Aimbot verwenden. Na, komm her. Nicht auf Kaya gehen. Die kann nichts dafür. Mir geht langsam die Pfeile aus. Jetzt wäre Magie ganz fein. Sie flieht dann. Kaya steht wieder auf. Ob ich da was machen sollte? So, wir plündern jetzt hier erstmal alles. Hast du denn keine Waffe fallen gelassen? Doch, beschädigte Läuferklinge. Die können wir bald auch upgraden zu einer gescheiten. So, dann haben wir hier noch ein paar. Ah, jetzt kommt sie wieder. Uiuiuiui. Da wir ein Level-Up haben. Warte mal kurz. Ich komme gleich wieder, Habje. Wir sehen uns gleich wieder, okay? Kaya, kommst du auch mit? Wir müssen mal kurz skillen gehen, wenn es dir nichts ausmacht. So, wir brauchen eine Fernkampfwaffe, wo wir auch Munition für haben. Aber da haben wir keine Schrotpatronen. Wir könnten den beschädigten Berserkerbogen nehmen. Der würde halt schon viel Schaden mehr machen, aber so viel AP haben wir gar nicht. Okay, mein Plan weist Lücken auf, ganz ehrlich, weil ich habe keine Waffe, die ich jetzt benutzen kann. Die könnte ich fast benutzen, aber da reicht mir auch nicht die AP. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich mache. Wir haben noch Granaten am Start. Die Granaten kann ich ja auch noch zuweisen. So. Vielleicht machen wir das ein bisschen mit Granaten-Action. Wenn der wieder angreifen sollte, weil der kommt ja gerade auf uns zugeflogen, glaube ich. Ich loot jetzt erstmal wieder. War die tot? Schön. Beschädigter Berserkerboden. Hat er gleich dabei gehabt. Was hast du dabei? So, jetzt kommt sie wieder. Komm mal her. Beim Blasen. Dich kriege ich schon. Oder auch nicht. Komm, greif mich an. Muss ich bloß noch treffen. Das wird aber schwierig. Ja, Kaya macht schon ihren Teil. Jetzt verballere ich wahrscheinlich die ganzen schönen Granaten. Achtung! Ei! Oh ja, Kaya, der war gut. Der war gut. Bleib stehen! Ah! Krieg den nicht zu fassen. Oh. Ja, Kaya, du hast ihn gleich. Oder sie. Eine Harpie ist ja ein Sie. Und noch ein paar gute Treffer. Boah, danke, Kaya. Das war knapp. Dankeschön. Bist ein Schatz. Okay, ein Schnabel und Federn erhalten. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich auch nicht. So, was haben wir denn hier noch? Bandit. Hast du eine Waffe dabei gehabt? Ja, Berserkerbogen. Jetzt muss ich hier nochmal schnell alles abgrasen. Nicht, dass ich hier noch eine Waffe vergesse. Hallöchen. Liegt hier eine Waffe rum? Nein, 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 nein. Und nein. Ich glaube, das war's. Dann können wir jetzt hier mal den ganzen Bereich plündern. Das ist doch mal fein. Das ist sogar sehr fein. Wir müssten uns aber allerdings... Oh, hallo. Beschädigte Großachs. Wir müssten uns allerdings ein bisschen vorsehen vor explosiven Sachen, ne? Hier flacken bestimmt noch ein, zwei Minen rum. Das wäre nicht so geil, wenn ich da reinrasseln würde. Ich höre auch was. Zück mal kurz die Waffe. Hallo? Was machst du denn hier? Oh. Hast du gesehen, wie ich das abgewehrt habe? Das sind die Banditen, die nicht gesehen haben. So, wir plündern jetzt. Ich glaube, hier ist jetzt safe. Treibstoff. Ach, wir brauchen noch den
brauche noch einen Lehrer, der uns so Sachen beibringt. Wie wir das Jetpack upgraden können. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ein altes Flugblatt. Wir bieten eine Zukunft für die ganze Familie. Melden Sie sich und Ihre Liebsten zu unserem Eignungstest an. Infinite Skies für eine bessere Zukunft. Ich glaube, den Zettel kennen wir schon aus einem vorigen Teil. Oh, geheime Sprachaufnahme. Hören wir mal hin. Schicken Sie ein Team zum Haupttor. Die Straßen müssen umgehend geräumt werden. Wir erwarten in wenigen Stunden eine wichtige Waffenlieferung. Falls die Anweisungen von der Bevölkerung nicht befolgt werden, sind härtere Maßnahmen zu ergreifen. Die Waffen werden umgehend eingelagert. Der Code für die Kisten lautet 8472. 8472, Leute. Oh, eine Stange Zigaretten, das ist gut. 8472, das klicke ich, glaube ich, hin. Das nehmen wir mit. Das Bier können wir irgendwie nicht mitnehmen. 8742 war es doch, oder? Ich glaube, ich muss mir gleich das Log nochmal anhören. Schrott. Jetzt muss ich bloß noch die Kisten finden. Sieht hier irgendwas nach Kisten aus? 8742. Hier war doch noch was, oder? Ein Besen. Den dürfen wir nicht vergessen. Und die Klopappe auch nicht. Und da steht auch noch ein Trank. Nee, ein Wein. Guter Wein. Ach, da. Ich versuch's mal. 8, 7, 4, 2. Boah, das war nichts. Gut, ich höre mir nochmal das Log an. Das Log. Audiologs. Da. Schicken Sie ein Team zum Haupttor. Jo. Die Straßen müssen umgehend geräumt werden. Mhm. Wir erwarten in wenigen Stunden eine wichtige Waffenlieferung. Auf jeden Fall. Falls die Anweisungen von der Bevölkerung nicht befolgt werden, sind härtere Maßnahmen zu ergreifen. Die Waffen werden umgehend eingelagert. Der Code für die Kisten lautet 8472. 8472. Okay, versuchen wir es nochmal. 8. 4, 7, 2. Yes! Geht doch. Ein beschädigter Blaster. Und den könnten wir sogar rein theoretisch nutzen. Er macht aber weniger Schaden. So. 4 Granaten sind auch am Start. Kippen hat noch eine reingepackt. Und? Für einen Granatwerfer Munition. Und noch ein Booster. Abenteurer-Spezialisierung. Schlösser knacken plus 1 und Rüstung. Muss ich dann Schlösser knacken lernen dafür? Was das hier früher wohl mal war? Das weiß keiner. Das können wir an der nächsten Truhe ausprobieren, ehrlich gesagt. So, also gut. Ich glaube, wir haben hier alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest ist. Jetzt geht es hier natürlich noch runter zum Strand. Wir wollten nochmal auf die eine Insel, aber die gibt es anscheinend nicht mehr. Da ist alles überschwemmt. Wie es mir den Anschein macht. Wir werden trotzdem mal vorbeigehen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir sagen jetzt Kaya, dass sie sich verpissen soll. Yo. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst. Yo, will ich. Zitteranfall oder was? Hoi. Wie bin ich da reingekommen? So. Okidok. Also, wir gehen jetzt zur Bastion. Da müssten wir ja auch einen Portpunkt haben. Die ist da oben. Hallöchen. Und dann nehmen wir unsere neuen Begleiter mit. Hätte ich mal gemeint. Der müsste doch hier irgendwo sein. Ich. Okay. Jetzt muss ich den erstmal hier finden. Wo könnte der sich denn verkrochen haben? Das sehen wir gleich. Einen Moment. War ich schon in den Turm da oben? Ich glaube noch nicht, oder? Ja, doch schon. Ja, doch schon. Wir hatten ja auch noch diese eine Werkbank. Die wir... wo man Jetpack-Sachen upgraden kann. Ich mag mal schauen, ob ich da wirklich den Skill zulernen muss. Oder ob das einfach auch so geht. Da gucken wir mal. Hoppala. So, wer steht denn hier rum? Wer bist denn du? Aska. Muss ich mit dir sprechen?
Fox, da bist du ja. Komm mit. Ich habe mit Kaya gesprochen. Sie wird sich um dein Problem im Fort kümmern. Allerdings wirst du erst einmal bei uns in der Bastion bleiben, bis die Dinge geklärt sind. Ja, aber sicher doch. Dann komme ich wenigstens mal ein wenig in der Gegend herum, was? Ah, mit Sicherheit ein besserer Job, als im Fort die Putze zu machen. Ich muss dir aber gestehen, dass ich mit meiner neu erworbenen Freiheit noch das ein oder andere ausprobieren möchte. Ausprobieren? Naja, wie soll ich das sagen? Mir sind da so ein paar Dinge um meine hübschen Öhrchen geflogen. Nix Wildes, nur ein paar Unannehmlichkeiten, bei denen ich, sagen wir, latent beteiligt war. Du hast Mist gebaut und willst die Gelegenheit hier draußen nutzen, um sie wieder gerade zu biegen. So schaut's aus. Wenn du das so sagst, dann hört sich das so hässlich an. Nennen wir das Ganze doch einfach Außendienst. Das klingt irgendwie schöner, findest du nicht? Und ganz nebenbei, ich könnte eventuell deine Hilfe dabei gut gebrauchen. Ich meine, ich kämpfe für dich und du kämpfst für mich. Darum geht es doch bei Waffengefährten, oder? Ja, schon. Ja, schon, aber was genau hast du denn vor? Es gibt da den einen oder anderen Trupp der Alps, der durch Tavar zieht. Kommt ja schon mal vor. Und rein zufällig könnte es ja sein, dass ich gerade zu der Zeit den Wachdienst über eins unserer Setzlingfelder hatte. Und noch viel hypothetischer besteht ja die Möglichkeit, dass einer dieser Trupps einen der Setzlinge erbeutet und außer Landes verschleppt hat. Ich weiß zufällig, wo diese Alps jetzt sind. Oh. Du hast dir einen Setzling von den Alps klauen lassen. Du bist immer so unentspannt in deiner Wortwahl. Wo sind diese Alps, die angeblich dein Setzling haben? Wir holen dir das Ding zurück? Alles klärchen. Wir müssen auch nicht weit. Es ist quasi gleich um die Ecke. Ach so, geht gleich los. Okay. Da drüben sind die Jungs. Ich fürchte, sie kriegen das große Brennen unter ihren Hauben, wenn sie uns sehen. Verdammt. Die Menschen kümmern sich nur um ihre Probleme, Kleinkriege gegen ihre Nachbarn. Das ist alles, was sie beschäftigt. Wenn sie sich nicht bald auf den bevorstehenden Ansturm vorbereiten, werden sie einfach überrannt. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Also sind wir besser vorsichtig. Hallo. Okay. Die wollen gleich Stress. Au! Der kann ja voll zuhauen. Au, 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 au. Den Trank nehme ich mir. Oha! Das war voll das Doppel-K.O. Habt ihr das gesehen? Gleich nochmal. Gleich nochmal. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Ich weiß es. Sind wir besser vorsichtig. Jupp. So vorsichtig, wie es geht. Zur Seite, ich erledige das. Boah, der kann... Boah, die kommen ja voll angeflogen. Alter. Was läuft denn hier verkehrt? Okay, die Alpzauberer sind ungefähr gleich. Bloß ein bisschen blauer, oder? So, Scout. Ja, komm, hau zu. Na komm, hau nochmal zu. Ich trinke dabei nochmal schön. Ah, der scheint im Nahkampf ziemlich krass zu sein. Unser lieber Gronkh. Da. Oh, tut mir leid. So, dankeschön. Eine Waffe. Oh, da kommt gleich die nächste Truppe. Hi, grüß dich. Komm her. Komm her. Au. Ich brauch nochmal einen Trank. So, mein Freund. Ich hole mir immer noch einen Schlag ab. Das sollte eigentlich nicht sein. Krass. So, wir haben hier einen schönen Hammer. Kriegszepter, es tut mir leid.
Ein Kriegszepter ist das natürlich. Wir haben auch schon viel Schrott dabei, immer. Beschädigtes Regentschwert. Sind das nicht Klerikerwaffen? Regentenschwerter und sowas? Oh, da, ich sehe schon da oben. Ist was Nettes für mich zum Abholen. Oha. Ist das ein Schild? Halbschild. Und eine Truhe. Und die kann ich sogar aufmachen. Ja gut, das sind bloß Kippen und ein bisschen Suppe drin. Chili con carne. Ja, meinetwegen. Gut, haben wir das mitgenommen? Schrott nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir denn hier noch? Wir könnten ja noch mal ein bisschen brutzeln. Plastikflasche. Und, oh, Goldteller. Ein Goldteller, den nehmen wir doch mit. Was haben wir noch hier im Angebot? War es das schon? Ich gehe mal schnell hoch. Zack. Treibstoff. Gebratenes Fleisch. Trank des Scharfschützen. Mm. Zack. Hallo? Ist hier wer? Nee, das müsste jetzt alles gewesen sein. Aber mir fehlt der Setzling, oder? Wo steht denn der? Das sagt mir, hier ist noch nicht alles geplündert. Auch nicht. Au. Gut, ich möchte jetzt nie hier unbedingt sterben. Habe ich jemanden vergessen zu plündern einfach? Sieht ganz so aus, als wenn du deinen Setzling abschreiben kannst. Sie hatten also wirklich keinen dabei, meinst du? Kein Setzling. Und du glaubst, dass er nicht doch noch irgendwo... Was an kein Setzling verstehst du nicht? Und ich dachte, damit könnte ich mich im Fort zumindest teilweise wieder rehabilitieren. Nein. Ach ja, dann mach du mal weiter. Ich denke noch mal ein wenig darüber nach. Mir fällt schon noch was anderes ein. Okay. Wer genau ist denn dein direkter Vorgesetzter? Ach, das ist mal so und mal so. Der wechselt ständig. Mal der, mal der... Und wer konkret erinnert sich daran, dass du schon lange überfällig bist? Oder würde dich für deine Missgeschicke belangen? Vermutlich alle. Das ist verrückt, das musst du selbst zugeben. Ja, genau. Die Berserker im Fort sind manchmal schon sehr speziell. Darum ist es ja auch so toll, dass ich jetzt bei euch in der Bastion herumhängen darf. Bin schon gespannt, was mich als nächstes erwartet. Nicht nur du. Nicht nur du. Okay. Dann hätten wir das auch erledigt, aber mich wundert, dass es hier keinen Teleporter gibt. Ja, rein theoretisch, so weit abseits, wäre doch ein Teleporter nicht schlecht. Wo könnte hier einer sein? Vielleicht da unten? Weil wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch mal kurz nach Teleportern schauen. Nur mal in der näheren Umgebung. Da oben ist eine Fackel. Zeugt vom menschlichen Lebens. Vielleicht auch von Teleportern. Ich könnte mal auch schauen auf der alten Map, ob man da irgendwelche Schlüsse ziehen könnte. Morkon. Danke. Ob es vielleicht die gleichen Standorte von Teleportern sind. Hier muss irgendwas passiert sein. Das sehe ich doch sofort. So. Beschädigte Bartaxt. Wen haben die hier seziert? Oh, die haben hier Leute gefoltert, kann das sein? Krass. Was ist mit denen verkehrt? Das ist einfach eine Hand abgehackt. Sehr schön. Jo, die hatten hier Spaß. Die hatten hier sehr viel Spaß. Hier geht es anscheinend zu Morkrons. Zu den Morkrons. So, also ich sehe hier leider nichts. Es tut mir sehr leid. Dann porten wir uns doch zurück. Also, ich wollte in der Bastion doch noch einiges machen. Mensch, bevor der andere hier mich, was soll ich sagen, aufgehalten hat. Ich wollte unbedingt zu der Werkbank, wo man das Jetpack upgraden kann. Ich weiß aber nicht mehr, wo das ist. Sockeltisch kann ich auch nicht benutzen. Davon verstehe ich nichts. Ja, das ist mir schon klar. Die Truhe habe ich schon leer gemacht.
So. Hab ich auch schon leer gemacht. Hier ist noch was? Ja, Jetpack-Tisch. So. Kann ich jetzt hier was tun? Manövrierdüsen ermöglicht Seitwärtsbewegung mit dem Jetpack. Schubdüsen. Kannst du schneller fliegen. Du hast jetzt Schubdüsen an deinem Jetpack installiert. Benutze Umschalttaste, um schneller zu fliegen. Aber denk daran, dein Treibstoff im Blick zu halten. Okay. Geil. So, jetzt kann ich hier Zusatztank. Braucht auch einen Lernpunkt. Zusatztank erhöht die Tankkapazität. Kann ich dann erweitern. Mach ich doch. Zack. Und jetzt kann ich hier Treibstoff reinfügen. So viele, wie ich habe. Ja, machen wir doch. Pumpen wir voll. So. So, das war jetzt alles. 7 Stück von 50. Wohlgemerkt. So, hier können wir noch Bremsraketen und hier können wir noch Manövrierdüsen. Du kannst mit dem Jetpack ausweichen. Das würde ich auch noch, aber schweben ist vielleicht viel geiler, weil ich damit wahrscheinlich Waffen benutzen kann. Also, wir haben doch noch einen großen Trank gehabt. Leute, wir haben doch noch einen großen Trank gehabt. Wo ist denn der hin? Kleiner, großer Elix-Tank. Da haben wir sogar 2. Rein damit. Jetzt können wir hier noch ein bisschen weiter ausbauen. So. Vielleicht würde ich mir gerne noch was aufheben. Ein Punkt an der Stelle schweben. Waffen benutzen. Ja, das war schon richtig. Zack. Gut. Haha. Jetzt probieren wir das mal aus, den ganzen Bums. Wozu haben wir das denn? Oh. Okay, das war jetzt schneller vorbei, als ich dachte. Eieieiei. Jetzt muss ich das Ganze nochmal basteln. Okay, wir nehmen gleich mal unsere 2 Tränke. Wir müssen noch das Alpschild anschauen. Das könnte ich fast nehmen und das macht 80% Schadensreduktion. Aber eigentlich wollte ich ja hier auf 2 Handwaffen, ne? Da bräuchte ich aber noch ein Stück hin. Aber ich könnte halt eine Großaxt basteln, ne? Eieiei. Wer weiß das schon, was ich jetzt tue. So, wir wollten die 2 Tränke nehmen. Sorry, dass das jetzt wieder so doof kommt, aber war alles mein Fehler. So, 2 Lernpunkte gekriegt, einmal durchmarschiert. Hallöchen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Der Fußabtreter. So. Okay, wir können noch nicht sehr weit fliegen. Aber wir machen es trotzdem. Zack, Zusatztank. Dann war das Schweben und ja, Schweben und Schubdüsen. So, fortfahren. Dann natürlich den ganzen Bums. Schöner Sound, schön satt. So, okay. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was mir... Die Bremsraketenhalterung wäre halt nicht schlecht, ne? Dann mache ich das halt. Ach, kann ich nicht. Das kostet Elixid. Aha. Okay. Gut zu wissen. Wir speichern jetzt lieber mal 5 und legen uns eine Runde ins Bett. So, dann haben wir wieder volle Energie. Prost. Dankeschön. Gut. Wie war das nochmal? Verrate ich dir nicht. Wir haben noch einen Attributspunkt, wir brauchen aber noch ein bisschen Geld. Ich würde jetzt diesen Skill hier kaufen, um die Anforderung um 10% zu senken. Dann komme ich meiner 2-Handwaffe schon mal einen Schritt weit näher. So. Nee. Da brauche ich einen Kampfspezialisten. Habe ich hier einen? Fernkampf, Überleben und Trophäen. Ich könnte ihn mal trotzdem fragen, ob er was für mich hat. Ja. Okay, da muss ich noch mit umgehen lernen. Aber so können wir echt mal boosten. Da bin ich wieder. So, ich glaube, ich habe jetzt erst einmal genug. Ich gehe wieder zurück. Gut, dann sehen wir uns später. Ach ja, eine Frage hätte ich noch. Nein! Deine schöpferische Kraft,
Wie groß würdest du sie einschätzen? Also bist du eher der zerstörerische Typ oder ist es dir wichtiger, Dinge zu erschaffen? Ich bin nur zerstörerisch, wenn ich muss, um etwas, mein Leben bedroht. Weißt du, Dex, es kommt immer auf die jeweilige Situation drauf an. Eine seltsame Frage, selbst für einen so aufgeweckten Kerlchen wie du es bist. Wenn mir etwas im Wege steht, schaffe ich es aus der Welt. So einfach ist das. Natürlich das Erste. Ich bin nur zerstörerisch, wenn ich muss und etwas mein Leben bedroht. Das finde ich eine gesunde Einstellung. Ich hoffe, dass du sie niemals verlierst. Das ist sehr interessant für mich. Ich hatte ja noch nicht so oft die Gelegenheit, mit dir über all diese Dinge zu sprechen. So, aber jetzt gehe ich. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Vater. Ich weiß gar nicht. Pass auf dich auf. Nee, egal. Hallo. Bring mir etwas über die Jagd bei. Was willst du wissen? Was willst du wissen? Das kannst du mir nicht beibringen. Oder liegt's nur am Geld? Nein, das liegt nicht nur am Geld. So, okay, ja, da müssen wir einen Kampflehrer finden. Da war aber, glaube ich, hier im Vor natürlich einer. Ich glaube, in der Bar. Hier. Für Schutz aus der Büchsenmacher. Hier. Chloe für Sozial und er für Lehrer für Nahkampf. Gut. Wir gehen aber vorher nochmal bei Lasse vorbei und reparieren einiges Zeug, weil wir es können. Ach. Ich würde jetzt gerne... Und? Gefällt's dir hier? Worauf willst du hinaus? Wenn du eine Bude beziehen willst, bin ich dein Mann. Vom rattenverseuchten Loch bis zur luxuriösen Bretterbude. Ich habe alles im Repertoire. Wusste gar nicht, dass du so wohlhabend bist. Bin ich auch nicht. Aber es braucht oftmals nur ein paar Arschtritte. Und schon wechselt der Eigentümer. Ach so, danke, ist aber das nein, also. Danke. Danke, aber nein, danke. So. Das machen wir einmal. Aber nur für Geld. So. Ich muss irgendwie nochmal an die Schmiede von Lasse ran. Aber ich möchte jetzt nicht wieder schlafen bis nachts um Schlag mich tot. So, handeln. Lass uns. Klar doch. Klar doch. So, einmal verkaufen bitte. Was können wir denn verkaufen? Was könnten wir eigentlich craften? Eigentlich gar nichts, fällt mir gerade so ein. Ich sehe hier nirgendwo drei Teile. Okay, dann verkaufen. Ach nee, hier, das könnten wir craften. Da wollen wir auch letztendlich hin. Letztendlich. So, einfacher Bogen, nein. Bogen, nein. Schrotflinte, nein. Beschädigter Großbogen. Der beschädigte Großbogen ist schon alleine 1764 wert. Was ist der dann wert, wenn er nicht mehr beschädigt ist? Kann mir das einer sagen? Noch mehr? So, wir können das loswerden. Rebellenhemd. Ich würde... Oh, wir müssen noch die Dinger abgeben. Wie heißt jetzt die Gasmasken bei Scrappy? Das können wir jetzt dann auch noch machen. So. Und hier müssen wir noch so Stuff loswerden. Zack. 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 Alles weg. Oh, hoppala. Was wir nicht brauchen. Ach, Plastik ist ein Rohstoff. Ich will doch bloß Krempel loswerden. Halt, das noch Geld. Ist eine Wertsache. So. Einmal nochmal ganz nach oben, bitte. Denn ich habe eine Plastikflasche verkauft, die ich nicht verkaufen wollte. Oder was war das? Krempel, Wertsache? Ja, hier, zweimal sogar. Danke. Teller wäre auch ein Rohstoff. Ende. Gut, wir gehen jetzt erstmal zu, wie heißt er? Zum Türsteher. Zum guten alten Türsteher. Also da kannst du schon boosten. So ist es nicht. Der Boost ist schon kräftig. Oh oh. Okay. Au. Ist noch ein bisschen friggelig. So. Ich hoffe, ich habe jetzt schon mein Zeug verkauft. Das schauen. Ich glaube schon, ja. Das sieht schon sehr geil aus, ehrlich gesagt. Das Regentschwert.
Und das sieht noch viel, viel geiler aus. Hm. Schönes Ding, Harry. So, ich wollte immer noch zur Chloe. Hast du das gehört? Okay, wenn ich im Sprint gleich drauf drücke, macht er gleich den Boost. Okay, check. Oh, da hast du ja ganz schön Speed drauf. Leck mich fett. So, geradeaus durch. Einfach so. Miau. So. Hallo, Herr Türsteher. Bring mir das Kämpfen bei. Bitte. Was willst du wissen? Ja, das will ich lernen. Ich habe genug Kohle. Zeig mir mal das. Okay, coole Sache. Jetzt schauen wir nochmal schnell, weil wir es können. Hey. Hey. Und, wie sieht's bei dir aus? Hast du dir Gedanken gemacht? Ja, tatsächlich. Das habe ich. Und mir ist eine geniale Idee gekommen. Ach ja? Ja. Mir ist brühwarm eingefallen, dass einer meiner Freunde von ein paar ganz üblen Typen zusammengeschlagen wurde. Ich würde diesen Typen zu gerne die Beichte abnehmen. Wie soll ich dir dabei helfen, dich im Fort wieder zu rehabilitieren? Sie haben einen Berserker aus dem Fort verhauen. Wenn der hört, dass ich ihn gerecht habe. Wer genau? Das klären wir später. Okay. Hm, du willst also, dass ich mich an einer Prügelei mit ein paar Schläger der Outlaws beteilige? Hm, du willst also, dass ich mich an einer Prügelei mit ein paar Schlägern der Outlaws beteilige? Ehrlich, das sind echt ganz üble Typen, sag ich dir. Das sagtest du bereits. Alles klar, ich wollte nur sicher gehen, dass es eine Lausche auch erreicht hat. Okay. Das mache ich jetzt erstmal nicht, weil dann werde ich sofort wieder wegteleportiert. Gut, wir wollten ja das Ding ausrüsten. Jetzt brauchen wir bloß noch 52 dafür. Das ist doch schön. Was können wir noch nehmen? Wir könnten jetzt endlich den Zweihandhammer, Vorschlaghammer nehmen. Das ist doch schon mal eine Sache. Den rüste ich auch gleich aus, hätte ich gesagt. Dann kann das Schild auch mal weg. Der sieht schon cool aus. Sieht ein bisschen aus wie Nölnir mit langem Stiel. So. Okay, können wir vielleicht noch was Besseres ausrüsten als Einhandwaffe? Nur mal schnell drüber geschaut. Wir könnten halt den Klopfer machen, ne? Wenn ich jetzt in Stärke gehe, könnten wir den Klopfer machen. Das wäre halt schon auch ein Ding. Ach, was juckt mich das? Beschädigte Axt, das kennen wir ja schon. Das macht alles weniger Schaden. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir brauchen Stärke 43. Attribute, Stärke 43. Okay, wir kommen nicht ganz hin. Ach, weil wir jetzt auch 2 AP brauchen. Okay. Übernehmen wir. Schauen wir nochmal schnell ins Inventar, ob sich da was geändert hat. Einmal schnell alles durchjagen. Da fehlen uns halt auch nicht viele Punkte. Du siehst es so, ich sehe es so. Okay, ja gut. Dann behalten wir jetzt erstmal diesen Hammer. Der schaut schon mächtig aus. Ja. Dann haben wir heute diese Folge schon viel gemacht. Wir haben unser Jetpack upgegradet. Wir haben Fox ein bisschen geholfen, ein paar Alps niederzuprügeln. Wir haben eine neue Waffe. Wir haben ein paar Level. Und ja, ich hoffe, es haut auch mit der Aufnahme hin. Ne? Ihr könnt mir jetzt natürlich sagen, was euch besser gefallen hat. Die erste oder die zweite Folge. Also die Folge vom Freitag. Ja, die Folge vom Freitag. Oder jetzt die Folge vom Montag. Ich hoffe, ihr wünscht mir alles eine schöne Zeit in Heidelberg. Um genau zu sein, in Dossenheim. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Die dauert jetzt leider, bis ich wieder zocken kann. Aber da muss ich durch. Ich sage Ciao mit Sau und Au und Bau. Und bis zum nächsten Mal.